In Venezuela hat die Opposition die Verhandlungen mit der Regierung über einen Ausweg aus der innenpolitischen Krise abgebrochen. Man sei erst wieder zu Gesprächen bereit, wenn die Regierung ihre Zusagen zu Wahlen und ausländischer Wirtschaftshilfe einhalte. Die Regierung spiele auf Zeit, erklärte der Sprecher der Opposition und betonte gleichzeitig seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den internationalen Vermittlern. Heute gab es kein Treffen mit der Regierung. In unserem Treffen mit den Vermittlern unterbreiteten sie einen gemeinsamen Vorschlag zur Wiederaufnahme des Dialogs, der geeignet ist, dem Land zu nützen und Ergebnisse zu bringen. Für die angeschlagene Regierung, die sich gegen ein Referendum zur Abberufung des sozialistischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro wehrt, wies der Bürgermeister von Caracas jegliches Ultimatum zurück. Die bolivarische Regierung Venezuelas gibt niemandem nach und akzeptiert keine Ultimaten oder Druck von wem auch immer in dieser Welt. Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und galoppierender Inflation.